Ja, hallo liebe Leute, Xiaomi hier und willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Wir spielen mal, was viele immer gefragt haben, und zwar Unholy DK. Der ist momentan 420 Item Level, spielen mit dem 4er Set Boni und dann spielen wir hier folgende Talente, können wir hier noch reinschauen, fängt schon an. Die Talente könnt ihr wieder einfach unten rauskopieren anhand von dem Link. Die PvP Talente, was wir spielen, ist Monstrosität erwecken, nekrotische Wunde und strangulieren. Und dann schauen wir erstmal, ob ich überhaupt klarkomme mit DK, auch wenn ich das Set geholt habe. Ich bin jetzt nicht so der Mega-DK-Spieler. Frost-DK liegt mir doch am ehesten, aber mit dem guten Unholy bin ich noch nie so recht klargekommen. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen fiester wird, aber das schauen wir uns jetzt gleich an, was hier gerade genau abgeht. Die haben auf jeden Fall schon mal ein Erz hier geklaut, ums zweite wird hier gerade gekämpft. Da schauen wir, ob wir uns gleich einmischen können. Da wird aber schon einer komplett aus dem Leben gerissen. Wir können hier unsere Monstrosität reinschicken und der rennt einfach um sein Leben. Oh, da kommt der ganze restliche Zerr. Kampfrausch geht an, wie es aussieht. Wir bauen hier mal ganz kurz unsere Wunden auf, kriegen Scattershot. Ist nicht so tragisch, müssen gerade nichts ziehen hier. Jetzt committen wir hier mit Schaden rein, geben dem Silence, aber der holt sich natürlich instant raus. Das ist sehr, sehr ungut. Jetzt können wir hier unser Pet einmal empowern und dann versuchen wir hier mal irgendwo ranzukommen, weil ich komme nicht recht an irgendwas ran. Den können wir sonst noch kicken. Jetzt kann ich hier alles ballern. Und schauen, ob ich hier ein bisschen Damage anbringen kann. Ich kann ihn hier nochmal stunnen. Stunnen ihn nochmal. Er hat nochmal Lucky Wings. Broken 9 ist sleeped in drauf. Da bin ich kein Fan von dem Sleep gerade. Er geht aber mit Melee Wings gerade komplett rein. Da kommt auf jeden Fall ganz schön gut Heilung zusammen. Aber es reicht nicht aus, dass er das hier gegenheilen kann. Wir versuchen trotzdem einfach mal auf ihm hier rauf zu bleiben. Und halbwegs unsere Runen zu wasten hier, damit wir ein bisschen Schaden am Start haben. Und natürlich auch der Heal Absorb mit drauf bleibt. Die Krankheiten sollen natürlich auch die ganze Zeit ticken hier. Der wird eh gekickt. Das ist sehr, sehr gut. Wir können ihn dann silenzen vielleicht, oder wir grippen ihn einfach wieder komplett in unseren Zerg rein, wird dann einmal geslowt, muss hier raus trinken, weil da kann er sich nicht mehr bewegen, denn der größte Feind vom Evoker ist der Root, denn wenn er gerootet wird, dann hilft ihm auch sein Hover nix, da ist er nämlich dann trotzdem einfach ganz normal mehr oder weniger am Boden wieder unterwegs. So, wir versuchen gleich mal da drüben reinzugehen. Der will nämlich hier schon das Erz gerade abbauen. Wir schauen, ob wir uns da gleich einmischen können. Er rennt aber direkt vor mir weg. Da hat er gar keine Lust drauf. Haut hier einmal eine Trap rein. Magi geht mit rein. Da geht auch noch ein Dike mit rein. Wir gehen hier gleich mal defensive. Er disarmt mich. Wir trinketten das sogar und stellen hier gleich mal unser Pad wieder auf. Schauen, dass wir hier gleich unsere Runen wieder rausballern können. Den soll es hier eigentlich schon zerreißen. Da geht er auch schon down. Wir grippen einmal die Magier rein. Geben ihm hier Strangulate. Haben ihn aus Versehen noch desorientiert. Mutieren hier einmal unser Pad und dann sollten wir ja halbwegs Schaden am Start haben. Der geht aber eh schon wieder hier in den Eisblock, kommt aber wieder raus, weil er eben Deed wurde und wir können ihn dann, glaube ich, easy peasy zerreißen. Dann haben wir schon Nummer 1 wieder tot vom Zerg. Das ist natürlich sehr, sehr geil, aber ich tue mir echt noch schwer mit dem DK. Ich habe zwei verschiedene Specs ausprobiert. Ich kenne mich nicht wirklich aus, deswegen habe ich da auch mal Copy-Paste gemacht für Unholy und wir spielen einmal mit Unheiliger Angriff oder es wird dann noch so eine Pet-Spec geben. Pet-Spec war auch kein davon, ehrlich gesagt, aber damit hier gerade aktuell tue ich mir ein bisschen leichter, deswegen schauen wir, dass wir da mal reingehen und eventuell hier an einen rankommen. Da können wir eh schon wieder einen reingrippen. Schauen wir, was der Evoker vorhat. Der macht hier erstmal totstellen. Wir können ihn dann vielleicht stunnen, können wir gerade nicht stunnen. Macht sich vorher noch aus dem Weg. Der will uns hier erstmal komplett zudotten. Wir schauen mal, dass wir den hier wegrippen. Der will nämlich hier die ganze Zeit abbauen, habe ich so das Gefühl. Ich hätte eigentlich meine CDs wieder ready. Das sind ein bisschen viele Heiler am Start. Und ich drop hier auch gerade ein bisschen Lore. Ich weiß nicht, ob ich hier noch CDs committen soll. Ich kann gleich den ganzen Cluster hier einmal blinden. Und der hat hier eh schon alles abgebaut. Da ist gerade ungut. Da war kein Heiler von uns dabei, glaube ich. Und sie waren halt alle auf einem Fleck, aber wir führen nach wie vor mit 200 Punkten, was gar nicht mal so schlecht ist. Ich wollte gerade ganz überlegen, ob ich jetzt meinen Burst ziehen soll, aber wir hatten halt keinen Heiler. Hätte ich jetzt committed, hätte ich halt nichts damit gerissen gerade. Deswegen nicht wundern, warum ich gerade keine CDs angemacht habe. Aber nachdem unser Heiler gerade schon tot war, müssen wir natürlich schauen, dass wir uns da wieder halbwegs stabilisieren. In der Zwischenzeit klauen wir weiter die Off-Card-Erze. Das ist sehr, sehr nice. Wir können natürlich gleich wieder schauen, dass wir irgendwo reingehen können. Das da drüben haben wir abgebaut und schließen uns hier wieder ein bisschen unserem Zerg gerade an. Weil alleine können wir natürlich nicht allzu viel reißen. Oh, wir haben noch eins geklaut. Jetzt aber, Ali, kommt jetzt zu gar nichts. Ihr Zerg ist halt gar nicht bad, aber irgendwie kommen sie nicht so recht vorankommen bevor. Wir schauen mal, ob wir das vorne kriegen. Ich glaube ja weniger, das wird ihr sein. Yep, das ist ihrs. Und hier findet auch schon der Mega-Zerg einmal Start. Ich würde mal sagen, wir poppen hier auch mal unseren Stuff. Trinketen hier einfach direkt raus aus seinen CDs. Stunnen ihn dann drauf.
werden natürlich direkt von innen gestunt. Wir können aber gleich AMS einmal ziehen. Dann machen wir das hier an und schauen, dass wir hier mal ein bisschen reingehen. Stellen hier unsere Pads auf, machen hier alles an. Desorienten hier ganz kurz mal rein. Geben ihm hier vielleicht Strangulate und hauen auch noch unsere letzten paar Pads mit drauf. Und dann können wir schauen, ob wir da vielleicht komplett connecten können. Wir müssen ja einmal hier unser AMC noch stellen. Ein bisschen Deathstriken, Pad einmal mutieren. Unser Heiler ist ein bisschen weit hinten und ich bin ein bisschen tief drinnen gerade. Deswegen kicken wir hier erstmal rein. Schauen, dass wir wieder ein bisschen weiter Richtung Resto-Charmy pushen können. Den grippen wir vielleicht nochmal zurück. Nein, ist schon gripped, die Erd. Aber den Mönch können wir dabei komplett hier zerstören. Hier oben ist einfach der Mega-Zerg und hier oben ist halt nichts. Ne? Hier ist kein einziges Orb oder irgendwas. Hauptsache, alle sind hier am Start. Wir slowen den hier mal. Der macht sich direkt wieder aus dem Start. Wir kicken ihn, dass er hier eventuell nichts machen kann. Ich habe gleich Big Damage. Können ihn noch stunnen, der andere war schnell mit dem Stun. Wir poppen einfach auf ihm hier die CDs und schauen, dass wir wieder ein bisschen reingehen können, gerade in den Gurten. Brauchen wieder ein paar Wunden gerade am Start, damit wir natürlich unseren Stärke-Stack kriegen. Er geht hier nochmal in Aura Mastery. Ob ihm das was bringt, wissen wir nicht. Wir geben so sicher der AMC, weil ich das Gefühl habe, er will mich nochmal hotschen, aber stirbt hier eh schon weg. Jetzt haben sie ein bisschen Erze geholt. Das war vielleicht nicht so schlau, unser Zerg, den wir da gerade oben fabriziert haben. Das war, glaube ich, hoppala, rausporten will ich mich nicht. Das war, glaube ich, nicht ganz so der Move, aber muss auch mal sein zwischendurch. Da kommt ein Erz raus, vielleicht kann ich das direkt abbauen. Unsere Push nach vorne geht sich nett aus. Jetzt hat Allianz wieder ganz gut aufgeholt. Aber das kriegen wir trotzdem. 200 Ressourcen führen wir nach wie vor. Müssen nur schauen, dass wir unseren Zerg jetzt wieder irgendwo hin verschieben, wo wir natürlich auch ein bisschen Spielraum haben. Hier oben ist gerade nett der Bär los. Da unten Zerg ein paar ein bisschen rein gerade. Wir können hier zumindest einen slowen, können wir nicht. Er ist natürlich wieder immun hier. Geht hier für seinen One-Shot einmal. Schauen, dass wir den nicht unbedingt zulassen. Können dann hier nochmal stunnen. Dann können wir hier nochmal unsere Pets poppen und dann soll es ihn auch schon komplett zerreißen. Der Hunter macht sich aus dem Staub. Da kriegen wir das Pad gerade nicht reingestellt. Unser restlicher Zerg steht eigentlich hinten. Wir haben hier nur einmal einen Elischarm mit dabei, aber keinerlei Heiler oder irgendwas. Vielleicht können wir ihn slowen oder blinkt er gerade nochmal in dem Moment, wo ich extra für ihn abmounte. Richtig, richtig frech. Da ziehen wir dich aber direkt wieder mit rein hier. Und da kommt auch schon der Insta-Eisblock. Gehen hier ein bisschen auf den Schurken. Wir können hier eigentlich unser Pad einmal hinstellen. Eventuell unseren Haste einmal ziehen, einmal alles empowern, hier unseren AOE-Grip anmachen, alles da vorne zudotten, bis zum geht nicht mehr. Gehen hier einmal auf den Magier, schon aber den Magier einfach down kriegen, den können wir eigentlich, glaube ich, komplett niederreißen. Der Mönch stirbt auch weg, den grippen wir hier nochmal rein, der sieht nämlich noch Spaß aus hier. Und dann können wir hier einmal mit Silence drauf reinarbeiten, stunnen ihn vielleicht nochmal off, kriegt aber sein Heal nochmal raus hier. Holen hier nochmal unsere zweite Pet-Armee mit raus und dann soll es ihn eigentlich zerreißen. Den Hunter, den können wir auch nochmal zurückgrippen und schauen, dass wir den hier vielleicht auch noch aus dem Weg räumen können. Der stirbt ja auch direkt. Der letzte Hunter kommt auch noch ran. Wir geben uns hier einmal kurz unsere Anti-Magic-Shell, damit er mit seiner Bombe als SV nicht ganz so viel Damage machen kann. Das Erz haben wir ihm abgezogen. Wird hier nochmal gestunt drauf. Und er geht hier nochmal in die Shell mit 4%. Sollte aber den Debuffs einfach down ticken. Da kann er nämlich mit seiner Bandage als SV natürlich nicht gegen healen. Das bringt ihm dann nicht viel. So, wir haben Berserker-Buff. Ich glaube, er hat sogar noch eine Sekunde überlebt. Ich glaube, er hat sogar totstellen nochmal am Ende. Aber wir können uns hier einmal kurz den Berserker-Buff gönnen. Und dann werden wir uns hier oben zum UC begeben. Der scheint schon ein bisschen vom Rogue in die Fresse zu kriegen. Also auch vom Evoker. Full Kidney Shot auf unserem Schamanen hier. Unser Priester ist in der Zwischenzeit sleep. Der Schamane, er droppt einfach weg. Den hat es komplett zerrissen. Der will hier einfach das Erz sich gönnen. Da habe ich irgendwie Probleme mit. Da wird auch ein Banner aufgestellt. Das Banner versuchen wir natürlich einmal ganz kurz zu killen. Währenddessen wir hier ein bisschen Stuff aufstellen. Hier unsere ganzen Pets wieder mit am Start. Schauen, dass wir hier ein bisschen rankommen. Poppen unseren Gargoyle und unsere ganzen Pets, dann silenzen wir ihn drauf. Er holt sich hier einmal ganz fix raus. Wir stunnen einmal kurz den Pali hier für ein bisschen Cross-CC. Er trinket raus. Wir desorienten den Pali nochmal, damit er hier nicht mit off-healen kann. Gerade vielleicht kriegen wir den Druid down, aber beide haben gerade biggest Heal überhaupt an. Der Druid, er droppt gerade noch so in den letzten paar Prozent. In der Zwischenzeit dotten wir hier alles zu. Wir wollen natürlich immer maximalen Damage hier auf den ganzen Zielen. Versuchen hier einmal kurz den rauszunehmen. Wir haben in der Zwischenzeit das Erz geklaut. Wir stellen uns hier eine Anti-Magic Zone. Den Pali können wir gerade nicht kicken, da haben wir gerade noch nichts ready. Wir können aber anfangen, hier alle auf den Haufen zu grippen und wieder zuzudorten gerade, damit wir hier noch ein bisschen Schaden gerade am Start haben. Können uns hier nochmal ein bisschen Deathstriken, gehen hier nochmal in die Anti-Magic, ins Anti-Magic-Shield. Dann sterben wir vielleicht auch nicht und können eventuell den Pali hier killen. Big Damage vom Ele geht rein, Alter. Der Ele mit dem Finisher. Wir mutieren hier einmal unser Pad. Schauen, dass wir hier wieder Damage am Start haben gerade. Den können wir einmal niederreißen. Und der gute Evoker steht da oben. Wird in dem Moment rooted, wo ich ihn grippen will. Wir können nur coilen sonst. Und da stirbt er auch schon weg. Aber es ist immer noch ein verdammt knappes BG hier. 1200 zu 1000.
Kriegen wir noch ein bisschen Heilung vom Schamanen. Sieht gerade nicht so aus. Wir hatten aber einen Deathstrike Brock gerade noch, weil wir eben einen gekillt haben. Und dann machen wir natürlich mit dem nächsten Deathstrike ein bisschen mehr. Schau mal, er gönnt sich den Berserker, dann gönne ich mir den hier unten. Dann haben wir nämlich gleich wieder ein bisschen Schaden mit dem Start. Da vorne ist einmal der Resto Druid. Der haben sie jetzt schon wieder ein Erz abgebaut. Jetzt wird es langsam problematisch, du. Jetzt wird es langsam problematisch. Wir machen alles an. Wir stunnen hier gleich mal rein, stellen gleich mal unsere Pets auf. Schauen, dass wir unser Biggest Pet, wir shrinken hier direkt raus. Unser Biggest Pet geht raus hier und dann ballern wir hier einfach rein. Den Pally hat es gerade nicht zerrissen. Wir können ihm mal Strangulate ballern. Debuffen. Vielleicht kriegen wir ihn dadurch. Down sieht ganz gut aus. 46k Coil geht rein. Da kann er gar nichts machen. Wir grippen den Magier auch noch mit rein. Slowen den hier einmal. Schauen, dass unsere ganzen Dots überall ticken, auf was es nur geht gerade. Machen hier nochmal unseren Speed an. Unseren Tempo-Buff, damit wir hier nochmal ein bisschen mehr Dot-Ticks auch noch mit reinbringen. Grippen den nochmal ganz kurz auf uns drauf. Und da sollten wir ihn finishen können. 1200 zu 1200 gleich. Knappes Ding, du, knappes Ding. Der Evoker geht nochmal mit dem One-Shot hier rein. Den können wir aber auch noch shredden und da haben wir alles down. Das sollte unser Erz sein. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir eines safen können. Der Hunter vorne am Abbauen kriegt allerdings ins Gesicht vom anderen Hunter gerade. Vielleicht können wir da vorne helfen. Da kommt auch noch ein Schurke mit dazu. Er ist full trapped, kein Out, wie es aussieht. Dann heißt, er wird ihm einfach das Erz vor der Nase gerade wegklauen. Yep, einfach vor der Nase geklaut und die ganze Allianz ist da vorne reingesprungen. Da kann ich auch so gar nichts machen. Wir müssen nur schauen, dass wir die irgendwie antitappen können. Vielleicht kann ich ihn hier einmal ganz kurz zu uns reingrippen. Da kommt aber auch schon der ganze restliche Zerg von innen. Wir lassen uns hier einfach mal kurz grippen von dem und schauen, dass wir ein bisschen nach vorne kommen. Er wird zurückgenockt. Wir slowen ihn drauf und schauen, dass wir einfach rennen. Wir müssen halt zu diesem Erz hier. Sonst wird das nämlich von innen geklaut und das wollen wir nicht. Auch wenn hinten der ganze Zerg gerade im Start ist. Wir können uns hier einmal rausholen. Aber die denyen uns halt so hart. Ich kann halt auch nicht nach vorne connecten. Muss auch wahrscheinlich gleich ein neues Pad rausholen. Habe ich auch gerade viel zu wenig Schaden, dass ich irgendwas gerade machen könnte. Ich könnte zwar alles committen, die Frage ist nur, lohnt sich das? Irgendwie nicht. Hier sind halt 6 Leute auf mir drauf und alle gehen nur für das eine Erz. Und jetzt spawnt hier unser Zerg ist unten. 1400 Ressourcen, den Zerg unten sollten wir aber gewinnen. Und sie müssen warten, bis spawnt gerade noch so ein Win reingefahren. Vielleicht hätte ich es auch noch unten mit Zergen sollen, aber die Allianz hat sich zum Ende hin extremst aufgesplittet hier. Schauen wir mal unsere Statistiken hier an. Wir haben 11 Millionen Schaden gemacht, 9 Kills haben wir. Zweimal sind wir gestorben, 2,5 Millionen Healing, dann ist auch nicht schlecht. Dann können wir noch mal gesamt einmal reinschauen auf unseren Damage Breakdown. Wir haben hier 73 mal Coil gewirkt, der höchste war 46.000 und natürlich die Seuche auf Platz 1, weil wir immer geschaut haben, dass wir so gut wie alles dotten können. Gargoyle auch ganz gut reingeballert, da geht natürlich noch mehr, da muss ich ein bisschen mehr drauf aufpassen. Wie gesagt, ich spiele nicht so oft an Holy, dass ich da wirklich ganz gut klarkomme damit. Ansonsten, wie immer, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in Kommentare. Vergesst noch nicht, mir auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.